Gleich der Pokal mit Spielern vom VfL Wolfsburg. Herzlich willkommen zur Final-Nachbesprechung. Willkommen im Sportschau-Club. Wir warten auf die Spieler, aber wir haben schon fixe, tolle Gäste. Ich möchte sie Ihnen gerne vorstellen. Der Erste hat Heimspiel heute, denn in Berlin hat er zum ersten Mal gegen den Ball getreten. Berliner Jung, dann ist er in Köln zum Star geworden. Pokalsieger 83, Weltmeister 1990. Herzlich willkommen, Pierre Littbarsen. Herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg vor allem. Herzlich willkommen, Pierre. Dann haben wir ja nochmal Heimspiel und eigentlich doppelt, wenn man sich sehr viel Schwarz-Gelb hier anschaut. Der nächste Mann kommt von Blau-Weiß 90 Berlin. Und dann hat der Borussia Dortmund den größten Erfolg der Vereinsgeschichte beschert. In München mit zwei Toren. Herzlich willkommen, Kalle Riedle. War schwer heute wahrscheinlich, ne? Aber hier, das sind eure Fans. Also. Herzlich willkommen, Herr Riedle. Und wir freuen uns auf einen Mann, der wahrscheinlich auch ein bisschen ambivalentes Gefühl hat heute nach diesem Spiel. Der ist quasi der Schattenmanager von Borussia Dortmund. Also er ist der Manager von Mainz 05. Aber alle Trainer, die er groß macht, gehen ja dann nach Dortmund. Der ist ein Klopp und Tuchel Intimus. Herzlich willkommen, Christian Heidel. So, wollen wir direkt? Hallo Herr Heidel, bitteschön. Litti, kommen Sie gerne. Herr Heidel, Kalle rüber. Wir können uns aufteilen. Können auch gerne. Komm rüber hier, Litti. Wo ihr möchtet. Also alleine möchte ich nicht. Dann nehmen wir den Sieger hier. Gehst du da? Strafbank. Herzlichen Glückwunsch. Erster Titel mit dem VfL. Die Vitrine wird voll jetzt, ne? Die Vitrine ist jetzt voll, ja. Wir haben sie auf meinem Arbeitsplatz. Da laufe ich immer rein und haben einen super Glasschrank und da war sehr viel Platz noch. Sind Sie letzten Jahre immer am leeren Glasschrank vorbei? Ja, genau. Und da freuen wir uns natürlich. Wobei ich sagen muss, ich muss die Wolfsburger Fahne ein bisschen hochhalten. Die ganze Berichterstattung ist natürlich so, dass wir so, ja, die haben gewonnen, aber eigentlich gebührt das Lob den anderen. Ne? Also ich finde, wir haben hervorragend Fußball gespielt. Wir haben hat keiner in Abrede gestellt, glaube ich, oder? Wir haben überragend gespielt und gegen eine tolle Dortmunder Mannschaft, die speziell in der zweiten Halbzeit nochmal alles dran gesetzt hat. Also ich glaube nicht, dass wir uns schämen sollten, dass wir den Pokal geholt haben. Also Gratulation an unsere Jungs. Nö, also den Zungenschlag, glaube ich, den hat es nicht gegeben. Den wollen wir hier überhaupt gar nicht haben. Tolle Fans, große Begeisterung. Jetzt ist hier ein bisschen mehr Schwarz-Gelb, ehrlich gesagt. Wobei, wir haben auch Bayern-Fans hier. Naja, komm, wir haben Bayern, wir haben erst FC Köln. Also alles ist dabei. Also heute im Stadion waren sehr viele Wolfsburger. 25.000, ne? Ja, ja, die sehe ich jetzt nicht hier, aber das. Das wäre ein bisschen groß. Also ein bisschen unrund verteilt, aber das ist nicht schlimm. Kalle, wo haben Sie geguckt? Im BVB-Block? Oder ja, klar. Auf Einladung als ewiger Held von 97? Oder? Aber natürlich schon ein bitterer Moment heute. Ja. Ich hätte es natürlich Jürgen gegönnt. War ein tolles Spiel von beiden Seiten, muss man fairerweise sagen. Ja. Wolfsburg hat auch sehr stark gespielt, wie es der Lüttich angesprochen. Also sie wollen sich sicherlich nicht schämen um den Sieg. Aber Dortmund hat natürlich auch sehr gut gespielt. Erste Halbzeit vor allem hätte auch anders laufen können. Aber also ich finde das sensationell. Herr Heidel, helfen Sie mal hier. Also dass zwei Menschen gleich sagen, dass sich ein deutscher Pokalsieger nicht schämen muss. Haben Sie das so empfunden heute, auch im Stadion, dass es irgendwie in die Richtung ging? Klar, da war ein bisschen mehr Dortmund sicherlich, aber ich fand das sehr berauschend, ehrlich gesagt. Alles. Ja, also ich würde mich nicht schämen, aber ich habe noch keinen Pokal gewonnen bisher. Also, Sie lassen die Trainer ja auch immer weggehen, dass die Pokale holen. Also ich finde, es war ein klasse Spiel, klasse Stimmung. Ja. Verdienter Sieger, muss man sagen, muss man anerkennen. Ich hätte es meinem Freund Klopp sich auch ein bisschen mehr gegönnt heute. Sie waren schon für Dortmund, oder? Kann Sie ehrlich sagen? Ja. Ja, gut, das ist doch normal. Aber wenn man einen Freund hat, der bei einem Verein einfach arbeitet, dann ist doch klar, dass man da ein bisschen mehr sympathisiert. Aber man muss klar anerkennen, dass Wolfsburg das überragend gut gemacht hat und verdient gewonnen hat. Ja, und ich meine, im Endeffekt, eine final erprobte Mannschaft wie der BVB geht da früh in Führung. Und dann kommt der VfL und spielt, das finde ich, erste Hälfte sehr, sehr souverän da. 45 Minuten raus, oder? Wie haben Sie es gedacht nach der Führung? War ja Euphorie groß im Block. Ich glaube, Dortmund hat überragend gut angefangen. Ja. Wolfsburg kam überhaupt nicht klar. Das 1-1 kam dann ein bisschen aus dem Nichts. Ich glaube, Dortmund hätte vorher das 2-0 sogar machen können. Ist das ein Torwartfehler? Ist das unglücklich? Ist das ein klarer Fehler? Oh, ich glaube, welches? Guten Tag, Beischuss, bei allem Respekt vor Knaldo, aber den kann er, also wenn er ihn schon nicht festhält, muss er ihn wenigstens, glaube ich, zur Seite, ne? Oder? Ja, das sagt man wohl so, wenn der Schuss kommt, dass er zur Seite muss und nicht nach vorne.
Aber er war drin, es war die erste Chance und dann hat das Spiel so langsam, glaube ich, ein bisschen angefangen, sich zu drehen. Gut, wir werden das noch in Ruhe besprechen hier. Wir warten natürlich auf die Sieger. Mal sehen, wer alles kommt vom VfL, ob der Pokal mitkommt. Ich glaube, Breaking News, Diego Benayou, der arme Kerl, ist in der Dopingprobe. Mal sehen, wie schnell der kann und wie schnell er darf. Aber sehr gute News, Arne Zagler ist da. Also, ja, wir haben noch FA Cup Endspiel nachher auch an. Ne? Freue ich mich auch drauf. Ich bin ja auch Arsenal-Enthusiast nebenbei. Aber jetzt wollen wir erstmal über, Litti hat natürlich recht, dass der Gewinner nicht gering geschätzt werden sollte heute. Aber wir wollen über einen der Verlierer trotzdem reden, denn Sebastian Kehl hat sicherlich eine der ganz großen Geschichten dieses Finales geliefert. Es ist ein bisschen komisch, dass er seine Karriere beendet, denn er hat so eine Riesenkarriere hingelegt. Das kann ich mal illustrieren am Sammelbild aus dem Jahr 2000. Ist also 15 Jahre alt. Wir sehen Sebastian Kehl bei seiner ersten Bundesliga-Station in Freiburg und ich glaube, es gibt kaum einen Spieler, der sich in 15 Jahren Bundesliga so wenig verändert wie Sebastian Kehl, kann man dazu sagen. Es hätte ein besonderer Tag für ihn werden sollen heute. Das sah man auch daran, dass seine Familie im Stadion war und alles getan hat eigentlich, um diesen Tag entsprechend zu würdigen. Hier sehen wir Papa Kehl während des Spiels und Mama Kehl. Wann während des Spiels, weißt du das? Das war, glaube ich, noch, als es noch etwas besser stand um den BVB. Da stand es noch 1-0. Also es hätte ein ganz besonderer Tag werden können. Wir haben auch eben im Interview gehört, es wäre ein Traum gewesen für Sebastian Kehl, mit diesem Titel abzutreten. Leider wurde es dann ein trauriger Abschied. Wir sehen, glaube ich, mal die Bilder seiner Auswechslung. Also da endet die große Karriere nach 67 Minuten. Ich würde mal sagen, einfach vereinsübergreifend liefern wir nochmal einen Abschlussapplaus für diesen tollen Fußballer. Und tschüss auch von dieser Stelle, Sebastian Kehl. War eine tolle Karriere. Wir schauen jetzt, wie das Spiel heute wahrgenommen wurde in den sozialen Netzwerken. Wir sind voll am Rücken. Das DFB-Pokalfinale heute mit hipstermäßigem Sepia-Filter. Schlanker Versuch in den Strafraum und Lengerek bewirbt sich als DJ, legt perfekt auf. Hacking ist der neue Klopp, was der da an der Linie veranstaltet. Da wird wohl Reus im Fahrschulauto den Klopp um den Borsigplatz führen müssen. Hat man den Wolfsburgern nicht gesagt, dass es das Abschiedsspiel von Klopp und Kehl ist? Jetzt ist Schluss, jetzt ist es vorbei. Der VfL Wolfsburg ist Pokalsieger. Klopp raus. Ach so, ist schon zu spät. Klaus Allofs tief berührt. Nice. Super Spiel und, in Wolfsburg gibt es eine Wasserdusche. Feiern will gelernt sein. Entschuldigung, das ist alles nach dem Spiel. Wow. Ne? Immer wieder beeindruckende Bilder mit Grün-Weiß im Feuerwerk heute. Haben gerade noch mal bei den Bildern drauf geschaut. Es gab so ein bisschen Unwohlsein, glaube ich, bei allen Beteiligten. Jetzt auch noch beim 2-1. Wir wollen jetzt nicht uns auf irgendjemanden einschießen, aber der Mitch Langery kommt da nicht so richtig, hat nicht den Stand, um da richtig sich abzudrücken, oder, Litti? Was meinst du? Den kann man schon mal halten, glaube ich, wenn man ein bisschen schneller unten ist. Aber wir reden ja über den Spitzenbereich. Ja. Da ist so eine kurze Zehntelsekunde, wo er wartet und nicht, die fehlt ihm dann. Ja, Kalle? Er war, glaube ich, ganz kurz mal die Sicht versperrt, weil der Ball ging durch die Beine von Mats Hummels. Also im Original sah es so aus, als wenn er nicht halten konnte, aber jetzt, wenn man im Nachhinein sieht, war vielleicht gerade die Zehntelsekunde, wo er keine Sicht drauf gehabt hat, vielleicht entscheidend. Ich hätte es genauso gedacht, so drüben wie Sie im Stadion, dass ich beim ersten dachte, ne, Herr Heidel, wir hatten es da gemeinsam gesehen, oh, den lässt er nach vorne knallen. Und beim zweiten dachte man, ja gut, der ist eher unglücklich, aber der ist machbar, ne? Oder? Ja, das, ich glaube, wenn er einen richtig guten Tag hat, hält er ihn. Es ist so ein Ball, ich glaube, man muss ihn nicht unbedingt halten, aber man kann ihn halten. Ist das jetzt was, womit sich ein Jürgen Klopp in dieser ganz besonderen Emotion auch heute erwartet? Nee, das ist die andere Sinne mit dem Fahnenspann. Wir können da ein Bier drauf aufmachen. Also, was halten wir noch den Siegern vor? Ist das was, wo sich Jürgen Klopp möglicherweise jetzt, wenn die Emotion raus ist, nochmal hinterfragt, ob das richtig war? Ich meine, Langerick war der Pokaltorwart, gab es eigentlich keine Diskussion, oder? Glaube ich auf keinen Fall. Also ich denke, er hat eine
Er war ein klasse Ersatz auch für Weidenfeller. Ja. Hat richtig gute Spiele auch gemacht. Auch im Pokal war mit entscheidend auch in München. Und deshalb war die Entscheidung. Ich glaube nicht, dass er das bereut. Im Gegenteil. Große Spiele sind für große Spieler, sagt man ja. Um gleich mal Sie hier zu entlasten. Ich mache gleich weiter. Dann kommt zum Kevin De Bruyne, Litti, ne? Und geht da an die Arbeit ab Mitte erster Halbzeit. Er ist ja ein Monster. Er ist ja ein fantastischer Spieler, oder? Natürlich, wir wissen natürlich über die Qualitäten, wie in welchem hohen Tempo er spielt, was er für Räume sieht. Aber da waren Szenen dabei, da ist er hinterhergegangen. Von der Mittellinie ist dann noch gegrätscht, hat einen Ball erobert. Und das macht diese Qualität aus. Also nicht nur zu glänzen, sondern fürs Team zu arbeiten. Eingesteckt hat er ja auch ordentlich da. Ne? Ja, natürlich, klar, das gehört dazu. Und einen schnellen Stürmer will man langsamer machen oder einen schnellen Spieler will man langsamer machen. Das ist ganz normal, damit muss er leben. Aber er ist auch wieder zurückgekommen. Ja. Ich glaube, es hat ganz schön wehgetan. In 3-4 Minuten wurde er behandelt. Also ein enorm wichtiger Spieler für uns und er passt halt top in unser System rein. Ja, das tut er zweifelsohne. Mal gucken, wie lange noch. Aber Arndt, ich glaube, wir sollten, nachdem du schon den Part mit Sebastian Kehl gerade hast, sollten wir natürlich schon auch noch mal 2, 3, 4, 5 Worte über Jürgen Klopp verlieren heute Abend. Über Jürgen Klopp, ja. Ja. Wollen wir ein bisschen über seinen Abschied reden, der ein ganz großes Thema war. Und ich glaube, das größte Thema war, dass die Medien sich darauf gestürzt haben, wird er heulen, wie viel wird er heulen, wie ergriffen wird er sein. Wir haben ihn mal beobachtet nach dem Spiel und es müssen wirklich schwere Minuten für ihn gewesen sein. Und wir sehen, dass da die ganze geballte Emotionalität am Start ist, die wir an ihm auch schon immer so gemocht haben. Und ich glaube, das ist ja auch das Geheimnis, ne? Dass wir alle mögen an diesem Mann, dass er so menschlich und emotional ist, bei aller Klasse, die er als Trainer sicherlich auch zu bieten hat. Wir haben mal verglichen, er hat ja schon in Mainz einen sehr emotionalen Abschied gehabt, wo er eine ähnlich lange Ära bestritten hat als Trainer. Wir vergleichen jetzt einfach mal den Abschied Mainz mit dem Abschied Dortmund und sehen Abschiedsbilder von beiden Vereinen gleichzeitig. Danach auf die Puppe, nach diesen ganzen Emotionen. Wer? Mannschaft kommt. Ich habe noch keine Mannschaft gesehen, aber ich sehe unten Blinklichter. Zeigt mal draußen. Ach, guck mal. Ja, Pokal sehe ich schon. Wer ist das da? Zeig die Schuhe an, Jens. Zieh mal die Schuhe an. Guck mal, einer zieht sich noch Schuhe an. Wer ist das? Christian Tresch, ne? Oder? Nein, Tresch zieht diese Schuhe an. Und du bist doch hier. Haben wir ja die ganze Schäfer, Arnold. Wen haben wir da hinten? Robin Knoche. Tim Klose kommt mit Pokal. Ja, ist doch herrlich. Komm, dann wollen wir sie mal schön. Die verteilen sich hier. Bleibt ruhig in Ruhe sitzen, Link. So, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren im Sportschau-Club hier. Und das ist ein fairer Applaus auch von Schwarz-Gelb. Hier kommt ein großer Teil der Pokalsieger des heutigen Abends, des VfL Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch. Tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Hallo. Glückwunsch. Hallo, Max Müller. Grüß Sie. Hey, Glückwunsch. Kommen Sie rein. Verteilen Sie sich gerne, wie Sie mögen. Marcel Schäfer, Pierre Lipaski, Kalle Dittle. Herr Heidel, sind Sie so lieb, übernehmen ein bisschen da unten, sonst komme ich hier mit euch dazwischen. Wir haben euch hier auch, ich meine, ihr könnt aus dem großen... Komm, wer möchte noch hier? Ja, Christian? Tim, da rein oder direkt? Wir haben schon alle. Kalle, du Kalle? Hallo. So, hier ist sonst Selbstbedienung hier. Wie geht's Ihnen denn? Alle bislang noch heil geblieben? Alles in Ordnung? Den Weg habt ihr geschafft? Ja, Marcel, alles gut? Bis auf dreschige Schuhe. Ja, ich wollte gerade, von wem kommen die Schuhe denn jetzt? Ihr könnt jeder ein Mikro nehmen, wie ihr wollt.
Hallo? Hallo? ist schon ein ganz schönes Gezerre dann immer, ne? Wenn man plötzlich so Titel gewinnt, jeder will was, aber dafür sind sie vergleichsweise schnell rübergekommen. Ne? Das ist ein angenehmes Gezerre, da kann man sich dann gewöhnen an das Gezerre. Mussten Sie schon 10 Interviews geben oder ist das jetzt schon so das Erste, was Sie sachlich besprechen müssen nach dem ganzen Schalala? Das ist das Erste sachliche, ja. In einer Dreiviertelstunde. Maximilian, alles in Ordnung? Ne? Ja, die Stimme ein bisschen, aber... Jetzt schon? Na, ein bisschen, aber, aber wir Christian, schaffen das. Alles so, was sind, wo kommen jetzt die Schuhe her? Waren sie barfuß eben? Oder? Weiß ich auch nicht genau. Hat er sich gekauft gerade eben. Ist jetzt unten einer ohne Schuhe? Dann nee, die Jungs haben mich mitgenommen und ich war gerade barfuß und ja, danke an den Herrn, der mir die Schuhe geliehen hat. Ich glaube, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ich finde, die können wir ja noch auf Facebook versteigern. Also. Haben Sie schon einen Moment gehabt, eben in der ganzen Emotion, das Spiel auch sachlich zu durchdenken? Oder ist das alles schon vergessen quasi und nur noch Nein. Party jetzt? Nächste Frage. Wollen wir? Sehr, sehr gerne. Wo geht's noch hin heute? Das Wichtige gleich zu besprechen. Na, wir machen, glaube ich, noch schon ein bisschen Party mit der ganzen Mannschaft, mit allen, die dabei waren. Und naja, man kann sich ja denken, dass das ziemlich lange wird. Ja, also das, denke ich mal, ist auch sehr verdient. Wie haben Sie das empfunden vor der grün-weißen Wand auf der anderen Seite da vorhin, gerade bei der Ehrenrunde? Das sind ja Momente, für die man als Sportler lebt und die man ja nicht so häufig erlebt hat bisher. Wahnsinnsgefühl, also. Ja. Ist unbeschreiblich. Wie Sie gesagt haben, ich weiß nicht, wie oft man das erlebt in der Karriere. Ja. Ich glaube, die ganze Mannschaft, Verein, Stadt ist froh, dass wir das Ding geholt haben. Und gab es zwischenzeitlich, Marcel gerade, Sie haben es ja auch von draußen bewerten können, erstmal große Unruhe nach dem 0-1 oder waren Sie sehr optimistisch, dass das gestanden wird heute? Ja, das war natürlich schon ein kleiner Schock. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Ich glaube, Marco Reus hat eine Riesenchance zum 2-0. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn das Ding reingeht. Und eigentlich macht er den auch. Dann sieht es nicht mehr so gut aus für uns. Aber wie wir dann trotzdem zurückgekommen sind, glaube ich, das spricht schon für uns. Ich glaube, dass wir heute sehr effizient waren. Und wenn man die ganze Saison betrachtet, sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga, glaube ich, haben wir uns dieses Jahr einen Titel verdient, weil es einfach eine herausragende Saison war mit einer super Mannschaft. Und sind wir natürlich überglücklich. Können Sie schon vergleichen, Deutsche Meisterschaft? Da waren Sie und Benaglio dabei zu jetzt. Ist es irgendwie so eine ganz andere Geschichte oder gibt es da irgendwelche Übereinschneidungen? Och, das ist schon so lange her. Ja. Von daher glaube ich, wird nicht ganz gerecht, beiden Mannschaften da irgendeinen Vergleich zu ziehen. Wichtig ist, dass wir Titel gewonnen haben und das ist was für die Geschichte. Ja, die Borussen sind immer noch laut hier, ich merke schon. Die haben noch nicht genug. Also wenn die in 10 Minuten mit VfL-Sprechchören euch entlassen, dann habt ihr es geschafft, glaube ich. Ich weiß nur nicht, was der mit dem Bayern-Trikot hier macht. Ich glaube, irgendwas verfehlt. Mal ehrlich mal sagen, mit Bayern-Trikot. Wir haben FC Köln auch da, habe ich gerade gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir alle Vereine durchgegangen sind. Aber ein paar Grün-Weiße fehlen, ehrlich gesagt. Aber da haben wir gedacht, haben wir euch. Christian, der Mehmet Scholl hat vorhin gesagt, das Hauptrezept war wirklich die Mannschaftsleistung in dieser Saison. Auch als Dieter Hecking sprach eben im Interview. Würden Sie es auch so sehen, dass das die Belohnung für eine Geschlossenheit war heute Abend? Ja, definitiv. Wir sind eine super Truppe. Einer läuft für den anderen. Einer ist für den anderen da. Und dazu kommen auch noch die Einzelspieler. Die Qualität, was wir dann haben, auch mit Bräune, überhaupt mit den Offensivspielern, das ist natürlich Wahnsinn. Komm, hört mal auf, er kann nichts dafür. Ich habe ihm so eine doofe, sachliche Frage gestellt. Ich bin der Einzige, der sachlich noch antwortet. Ne? Pass auf, wir machen es jetzt anders. Was sind die Songs aus der Mannschaft, damit wir jetzt ein bisschen Partystimmung kommen? Wer hat Lieblingssongs? Wer ist der Kapo heute Abend? Wer legt auf? Wer macht was? Maximilian, jetzt kommen Sie ins Spiel, glaube ich. Also ich schon mal nicht. Nein, also wir haben, ich glaube, Virinia ist ganz groß dabei. Josh. Max Grün ist unser Schlagerstar, unsere Helene. Und Helene Grün. Tobias Regner. Und Tobias Regner. Er sieht jetzt leicht wie Tobias Regner aus. Und ich glaube, er wird sich heute auch mal das Mikro schnappen und auch mal die Bühne rocken, glaube ich. Ja. Ich glaube, da müssen wir alle auch mal ruhig sein und das mal genießen, wie er singt. Genießen Sie heute in der Tat mit Bier? Trinken Sie nicht eigentlich nur antialkoholisch normalerweise? Ja, ich... Oder ist es eine Mehr? Heute nur antialkoholisch. Nicht, dass er uns in 5 Minuten wegklappt hier, weil er zum ersten Mal Alkohol trinkt in seinem Leben. So schlecht bin ich auch nicht drauf, aber... Ja. Das werde ich schon runterspielen irgendwie. Ja, gut. Das ist kein Problem. Haben wir Bilder eigentlich schon aus Wolfsburg? Oder haben wir Wolfsburger Reaktionen? Gibt es schon Jubelbilder hier aus Berlin oder aus Wolfsburg? Na gut, morgen wird sie... Also, ja so, bitte. Lässt auf jeden Fall hoffen für morgen, oder? Ja,
morgen kommen doppelt so viele. Hoffen wir, ja. Also. Hey! Guck mal, es hat keine 6 Minuten gedauert, ihr habt euch verbrüdert hier mit dem Fachwerk. Arndt, du scharrst teile deine Beobachtungen zum VfL mit uns. Ja, wir wollen ein bisschen natürlich auch schauen, wie die Welt reagiert hat auf den Sieg des VfL. Und zwar speziell große Helden der VfL-Vereinsgeschichte. Da gibt es ja schon Titelträger, die 2009 mit Meister wurden und die heute aber nicht mehr in Wolfsburg sind. Wir schauen uns mal an, was Grafit sagt über den Pokalsieg. Was ist denn jetzt? Was ist denn? All the players, all the staff. Congratulations for the Pokal winner. Was a great game. The club deserved this one. I am very proud about you, about our fans. Congratulations. Enjoy the party. I am very proud. Emmanuel Du. VfL. Congratulations, guys. See you from Dubai. Grafa. Jetzt ist doch nicht mehr so lange her, 2009, oder? So, jetzt sehen wir eine gewisse Stimmungsdifferenz. Was haben wir gesagt? Also in New York hat er sich gemeldet. Nicht Edin Dzeko haben wir erwischt, der ein bisschen aussieht, als hätte er schon vorgefeiert. Hallo, Pokalsieger. Glückwunsch. Ich bin stolz auf euch, Jungs. Have fun tonight. I love you guys. Das war eine Truppe damals, oder? Marcel mit Misimovic, Grafić, Edin Dzeko. Haben Sie noch Kontakt zu denen? Weil Grafić hat ja Schäfer und Benayo direkt angesprochen. Ne? Ja, obwohl wir Kontakt haben, kann man meinen Namen immer noch nicht aussprechen. Wir haben noch Kontakt, allen voran zu Edin. Ja. Freut man sich natürlich riesig über die Grüße. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, über die Brille von Graffa sollten wir noch mal reden. Gibt's, glaube ich, Diskussionsbedarf. Sind Sie nicht Basketball-Fan? Ich glaube, Kareem Abdul-Jabbar hat früher so ausgesehen in der NBA, oder? Das ist schon 30 Jahre her. Litti, als Ur-Berliner, gibt's noch Tipps für heute Abend hier? Wo können die hin? Ich weiß nicht, seid ihr nur im Hotel oder was ist? Die sind schon absolut vorbereitet. Die haben sich da mehr darauf vorbereitet als auf alles andere. Litti ist sicher auch dabei heute. Nein, das halten wir mal geheim. Die sollen jetzt genießen. Die haben jetzt ein Jahr abgespult, richtig abgespult und genießt das mal, Jungs. Ja, das, was wir als erstes gelernt haben heute, ist, dass Litti jeden Tag an der leeren Glasvitrine vorbeigegangen ist in den letzten Jahren. Weißt du, welche ich meine? Ja, ich weiß, aber die ist nicht leer. Da steht eine Meisterschale ist drin. Ein Titel drin, aber da fehlt noch einer und den stellen wir dann Montag rein. Ja, und dann kommen ja mehr in den kommenden Jahren, oder? Ist das so ein Abend für eine Kampfansage nächstes Jahr an die Bayern oder an die Konkurrenz? Wer ist der Kampfansagenmann hier? Nein, klar. Jetzt müssen wir erst mal sacken lassen, was uns dieses Jahr gelungen ist. Und dann nächstes Jahr greifen wir neu an. Und dann denke ich, wenn wir so spielen, wie wir jetzt dieses Jahr gespielt haben, ist einiges drin. Und wir sehen mal. Und der Dieter Hecking, der hatte vorhin ja dann sehr passenderweise schon so eine Käppi aufgesetzt bekommen mit King. Wie muss man sich den jetzt so im Verlauf des Abends vorstellen? Er selbst hat, glaube ich, vorhin gesagt, wenn er losgelassen wird, dann sollte man ihm besser nicht zu nahe kommen. Kann er ein Firebeast sein? Naja, er hat vor dem Spiel gesagt, dass er unbedingt eine besondere Nacht will. Ja. Wahrscheinlich muss ich das nicht sagen. Nein, die kriegt er jetzt wahrscheinlich. Wir müssen einfach schauen, dass wir die Wände ein bisschen dicker machen im Hotel, dass nicht jeder mitbekommt. Was für eine geile Nacht das wird. Moment. Was ist da? Jetzt redet er. Also, Sie sind sich schon im Klaren, dass das gerade live übertragen wird hier. Ne? Aber der kann schon, ne? Wenn Der hat nicht umsonst 5 Kinder. Ich schütze euch jetzt und vielen Dank. Schöne Feier. Wir haben versprochen, nicht so lange festhalten. Ab zur Mannschaft. Grüße an die anderen. So, bitte. Komm, ihr kriegt auch einen Schluck ab, dann feiert sie nochmal hier. Das sind die Pokalsieger vom VfL Wolfsburg. Wir schicken ihn euch schnell hinterher gleich. Alles Gute. Haut euch nicht so doll, dass ihr noch genießen könnt. Das tut mir leid. Feierchen, ne? Hat super gespielt. Ja. Ihr seid Schweine. Viel Spaß, schöne Party.
Danke für die Schuhe! Oha. So. Ja, die, nehmt es doch am besten als Pokal. Ja, oder das ist stark. Es sind Bilder für die Ewigkeit auf jeden Fall. So. Ich stand gerade mit dem Rücken. Wer war es? Weil Sie haben sie auch abgelenkt, ne? Oder? Wer hat gegossen? Maxi, der Schweinehund da. Vor zwei Jahren noch in der A-Jugend rumgekickt. Du, und jetzt gibt es da mir das Bier über den Kopf. Grandios, ist übrigens grandios. Also man muss wirklich sagen, vor zwei Jahren haben wir um Abstieg gespielt. Und, ja, und jetzt haben wir eine Mannschaft da stehen. Und Sie haben gerade Dieter Hecking gesagt, das ist unglaublich. Also die wirklich auch gefestigt ist. Also das ist schon... Da ziehe ich einen Hut, also die sind schon gut dabei. Ist das, Kalle, seriös zu prognostizieren, dass das nächste Jahr einen Zweikampf gibt oben, noch mehr als dieses Jahr, wo es ja eigentlich keiner war mit den Bayern? Ja, ich hoffe, dass es einen Dreikampf gibt, dass Dortmund auch wieder mal angreifen kann, ja, im nächsten Jahr. Aber sie haben eine tolle Mannschaft. Also Wolfsburg hat wirklich eine super Saison gespielt. Sie haben klasse Einzelspieler, sie haben einen super Trainer, sie haben vor allem ein super Kollektiv mittlerweile auch. Und ich denke schon, dass das einiges möglich ist in der Zukunft. Und, Herr Heidel, Sie sind ein Verfechter immer der These, der Trainer ist der wichtigste Mann im Verein, auf jeden Fall, was die sportliche Geschichte angeht. Dieter Hecking hat sich da schon gekrönt. Also ein Vierkampf gibt's nicht. Heute. Wir halten uns raus, glaube ich. Woraus genau? Aber ich glaube auch, dass es darauf hinausläuft, dass Wolfsburg jetzt durchaus über Jahre da oben mitspielen kann. Da sind alle Möglichkeiten da. Sie haben jetzt ein richtig gutes Team zusammen. Und also alles andere wäre eine Überraschung, wenn Wolfsburg nicht oben dabei ist und Dortmund mal abwarten. Also den traue ich alles zu nächstes Jahr. Und ich finde das schon eine ganz bewegende Geschichte. Das war jetzt, glaube ich, nichts für eine Bierseligkeit. Aber ich glaube, der Junior Malanda, der ist da bei allen nicht nur auf dem Trikot gewesen heute, sondern auch im Herzen. Also da kann man ja auch als neutraler Fußballfan nur sagen, da ist so eine Geschichte heute auch würdig für die Mannschaft dann ausgegangen. Ich glaube, das ist ja auch sicherlich ein Thema immer gewesen in den letzten Sehr schwierig Wochen, zu handeln. Ein guter Freund von De Bruyne, ja, Nationalmannschaftskameraden und... man darf auch nicht zu viel machen, ja, sonst sagen alle, die drücken auf die Tränendrüsen. Aber ich glaube, wir haben das wirklich gut gelöst. In diesem Rahmen, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation für uns gewesen, vor dem Trainingslager. Also die Mannschaft, der Vorstand, sportlicher Leiter, die haben das schon, Trainer, die haben das schon grandios gelöst. Ja, Dieter Hecking sagt, er musste das zulassen, aber gleichzeitig natürlich dann auch wieder in die sachliche Arbeit dann gehen. Wir lassen Litti mal einen Moment abtrocknen. Es riecht auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber, wir haben gerade über die Macher gesprochen. Jetzt noch es ist nicht so, dass ich jetzt von Ihnen abrücke. Aber Klaus Allofs, Arndt, brauchen wir ja gar nicht groß zu erwähnen. Das ist natürlich derjenige, der heute Abend hier, das ist ja Mr. Pokal. Ja, ich hatte mich eigentlich auf Klaus Allofs auch besonders gefreut. Wir kennen uns aus Bremen ja schon sehr lange. Und ich wollte ihn auf einen Artikel ansprechen, den ich gefunden habe in einem Fußballmagazin aus dem Jahr 1979. Kann man das vielleicht mal zeigen, Klaus Allofs? Und die Titelgeschichte lautet: Klaus Allofs, ich und mein Freund, das Rennpferd Tropenglanz. Und da ist ein Artikel tatsächlich drin über Klaus Allofs und sein Pferd. Und wir lernen, es wird auch in Zitaten erhärtet, wir lernen, er hat ein Pferd gehabt namens Tropenglanz, das war teuer, hat aber nicht viel eingebracht, sah aber gut aus. Da ziehen sich Parallelen zu Niklas Bentner. Also manches bleibt im Leben immer gleich. Das sagst du jetzt nur, wo die Großen weg sind. Wir wollen aber auch deswegen über Klaus Allofs reden, weil er mit Pierre Littbarski gemeinsam heute quasi seinen zweiten Pokalsieg gefeiert hat. Denn beide haben vor 32 Jahren im Kölner Derby im Pokalfinale 1983 auch schon gemeinsam gewonnen. Wer hat denn da das Tor gemacht, wollte ich nur mal. Das sehen wir gleich. Wollen wir uns angucken? Vielleicht hier. Moin, Mann. Allofs. Und das ist passiert. Littbarski. Können wir an? Hast du noch mehr Videos vielleicht zu Litti oder so? Weil der tut mir gerade so ein bisschen leid. Weil so, nee, das reicht mir. Also. Vielleicht noch einmal noch einen Applaus für das Tor von Litti. Ne? Ja. Wenn er schon... Wir können ja vielleicht
kurzes Break machen. Wir können Spielbeobachtung machen jetzt. Wir können ja schon mal Champions League-Beobachtung machen fürs kommende Jahr. Der VfL ist dabei und wir gucken mal aufs echte Wembley. Ich meine, ja, das deutsche Wembley war hier natürlich heute in Berlin. Aber im echten gab es natürlich das FA-Cup-Finale mit deutscher Beteiligung. Arsenal gegen Aston Villa und Jan Neumann fasst uns das mal zusammen. Ist ein Leckerbissen. Der Deutsche und der Prinz von England, Per Mertesacker, Kapitän von Arsenal, stellt William seine Mannschaft vor. Royal weltmeisterlicher Glanz vor dem 134. Finale des ältesten Pokalwettbewerbs der Welt. Arsenal in den gelben Trikots von Beginn an dominant. Sanchez, butterweich für Koscielny. Erste dicke Chance für die Gunners, Viertelstunde rum. Arsenals Offensive um Mesut Özil in fantastischer Spiellaune. Da ist er, Özil. Workout, given geschlagen, aber Richardson wirft sich da in die Schusslinie. Aston Villa im Angriff nicht existent. Es spielen nur die Gunners. Sanchez. Walcott, Führung für Arsenal. Absolutely verdient. Komplettes Chaos in der Defensive von Aston Villa. 1-0 die Führung auch zur Pause. Die große Chance, zum 12. Mal den FA Cup zu gewinnen. Das wäre Rekord in England. Der zweite Durchgang, 4 Minuten alt. Sanchez, 2-0. Durch den Chilenen, ein fieses Ding. Biegt er aus Sicht des Keepers nochmal nach links ab. Es wird langsam ein Debakel für Aston Villa, denn Arsenal hört einfach nicht auf. Eckball, Cazorla, Mertesacker, the BFG, frei übersetzt, der verdammt große Deutsche mit dem 3-0. Unnachahmlich mit der Schulter reingekugelt, trotzdem unhaltbar. Ein denkwürdig einseitiges Finale, dem Giroud noch die Krone aufsetzt. Mit 4-0 fertigt Arsenal Aston Villa ab. Mission Titelverteidigung erfolgreich beendet. Glückwunsch Arsenal, Glückwunsch Per Mertesacker und Mesut Özil. Ja, manchmal darf man zufrieden sein. Ich glaube, besonders mit so einem Abschluss von einer Saison, die wir mit dem 3. Platz abgeschlossen haben, plus mit dem Pokalsieg, den wir wiederholt haben, den wir verteidigt haben. Ich glaube, da kann man stolz sein und das kann man auch mal so stehen lassen. Vor allem, wir haben einige Verletzungen gehabt in der Hinrunde, aber Rückrunde haben wir gezeigt, wie stark wir sind. Und letztendlich haben wir, ich denke auch mal mit den Fans, weil die uns ja das ganze Jahr auch unterstützt haben, uns so bedankt mit einem Titel. Und morgen werden wir mit den Fans feiern und darauf freuen wir uns. Geht man nach so einem Spiel auch in die Eistonne oder ist alles egal vom Urlaub? Ja, heute waren keine Eistonne mehr da, aber ich glaube, die Geschichte haben wir heute auf dem Platz geschrieben und das ist mir ja am wichtigsten. Ein großartig aufspielender Özil und ein treffsicherer Mertesacker sichern den 12. Pokaltriumph für den FC Arsenal London. Das ist stark. Da braucht es noch ein paar für den VfL Wolfsburg, natürlich. Mitty, was meinen Sie, verglichen mit den englischen Top-Clubs, wo steht der VfL? Was ist da drin nächstes Jahr auf dieser tollen Bühne? Wir hatten ja schon in der Europa League Everton und haben uns da langsam gesteigert. Ich glaube, wir sind schon auf Augenhöhe. Ich weiß nicht, ob Chelsea schon machbar ist, aber ich glaube nicht, dass wir schlecht aussehen würden gegen Arsenal. Also da könnten wir mithalten. Ja, und Riesenvorfreude besteht ja sowieso auf alles das, was da kommt, begründet natürlich durch so eine tolle Saison. Der Kevin De Bruyne, der hat ja noch einen langen Vertrag, aber sagen Sie doch mal so als Insider, ist das was, wo man heute in so einer Pokalnacht dann möglicherweise sagt, komm, entscheide dich jetzt endlich, weil es ja dann immer Diskussionen, doch, ne? Ob er nun geht oder nicht? Ja, die Diskussion wird immer bleiben, auch wenn die Spieler Verträge haben. Ich glaube, er ist ein ganz wichtiger Puzzlestein in unserem Gesamtbild und man wird heute wird gefeiert, da werden nicht so eine Gespräche gemacht, aber ich glaube, mir gefällt es da und der spielt Champions. Ich glaube, als Schalke-Pokalsieger, wo da gab es so ein Bild, wo Clemens Tönnies Arm in Arm mit Manuel Neuer dann da irgendwie saß und dann gab er seinen Wechsel zum FC Bayern. Ja, wir sind ja nicht Schalke. Nee, das ist natürlich richtig. Sie schon gar nicht, Kalle. Wir haben schon gesagt, hoffen auf eine gute kommende Saison natürlich. Wie bewerten Sie das denn jetzt mit dem Trainerwechsel? Es ist natürlich schwierig, jetzt Klopp nachzufolgen. Ist Tuchel da der Richtige? Geht natürlich auch gleich an Sie, Herr Heidel, die Frage, aber Sie sind ja da parteiisch wahrscheinlich. Was meinen Sie? Ja, er ist ja der absolute Experte, kennt ihr beide von
BFF und wir hatten vorher schon ein bisschen gesprochen. Also ich glaube schon, dass die Stimmung in Dortmund gerade aktuell. Ja, klar, aber das wird jetzt noch ein bisschen gehen und ich denke, er braucht jetzt auch einen würdigen Abschluss, trotz alledem. Er hat eine super Arbeit geleistet hier, Jürgen Klopp, und die wird man auch nie vergessen im Leben. Aber jetzt kommt mit Thomas Tuchel sicherlich ein sehr talentierter Trainer auch. Ist ein bisschen ein anderer Charakter wahrscheinlich wie Jürgen Klopp. Er wird nicht so die große Show machen, aber trotz alledem muss man ihm, glaube ich, ein bisschen Zeit geben, dass er auch wieder seine neuen Ideen da einbringen kann und dann glaube ich schon, dass er sehr wertvoll sein kann. Gerade wenn Sie Show ansprechen, Herr Heidel, ich hatte das Gefühl, nicht nur bei dem, was Jürgen Klopp nach dem Spiel vorhin sagte, sondern auch gerade so in den letzten Monaten, dass er das ja ganz bewusst seriös durchgezogen hat. Er hat ja vergleichsweise wenig Emotionen zugelassen, gerade um sich so ein bisschen auch noch mal abzugrenzen von zum Beispiel diesem tränenreichen Abschied damals in Mainz. Ist er zu dem wirklich ganz großen Trainer und Menschen noch mal weitergereift in den letzten Monaten? Och, ich glaube, der muss nicht mehr reifen. Der ist schon sehr, sehr reif. Ich glaube, dass Kloppo mit der Situation an sich, nachdem die Entscheidung gefallen ist, sehr, sehr gut umgehen konnte. Ja. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass ihn das jetzt Tag und Nacht beschäftigt, sondern die Entscheidung ist dann irgendwann gefallen. Und dann ist er fast sogar ein bisschen auf Distanz gegangen zu allem, was Emotionalität anging. So, ne? Also ja, ich glaube auch, dass er nicht so die Bilder abgeben wollte. Ja, genau. Weil einfach mal alles reininterpretiert wird in allem, was er sagt, wie er sich bewegt. Auch heute hat man gesehen, findet man eine Träne bei ihm. Ja. Also ich glaube, er wird da jetzt sehr, sehr viel nachdenken. Und er hat es vorhin im Interview mal gesagt, er muss das jetzt verarbeiten. Ich glaube, das Spiel heute und dann auch diesen Abschied. Und dann kann sich jeder darauf freuen, dass Kloppo wieder auftauchen wird. Wo wird er denn wieder auftauchen? Was würden Sie sagen? Also ja, das wo sollte er? Auch wenn ich es wüsste, würde ich es jetzt nicht sagen. Aber ich weiß, ich weiß es in der Tat nicht. Aber ich vermute mal, es ist eine reine Vermutung, dass er erstmal vielleicht ein bisschen Pause machen möchte und dann wieder volles Rohr kommt. Also da muss sich keiner Gedanken machen. Ob das in Deutschland sein wird oder ob es im Ausland sein wird, keine Ahnung. Aber jeder Club, der Jürgen Klopp zum Trainer bekommt, kann sich freuen. Ja, sicherlich. Hat er Sie mal um Rat gefragt in den vergangenen Monaten, eigentlich auch so in der Entscheidungsfindung? Sie sind doch eng, ne? Ja, aber das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wenn er eine Entscheidung trifft, dass er mich anruft und sagt, was soll ich machen? Also überhaupt nicht. Ja, ich rufe auch einen Kumpel an, wenn ich mal irgendwie was Wichtiges entscheide. Also das heißt ja nicht, dass er dann nicht selbst dann das Handeln trägt. Aber wir hatten natürlich Kontakt, aber wir sind ja auch räumlich etwas getrennt, muss man klar sagen. Ich bin in Mainz, habe nicht den Einblick in Dortmund. Und das ist schon eine Entscheidung, die er, glaube ich, in seiner Familie ganz, ganz sicher getroffen hat, zu der er jetzt steht. Und ich glaube, alle haben auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht war es auch der richtige Zeitpunkt. 7 Jahre. Welcher Trainer ist noch 7 Jahre heutzutage bei einem Club? Gibt es ja ganz, ganz selten. Jetzt kommt ein neuer. Da kann sich Dortmund drauf freuen. Ist so, ne? Oder? Also ohne ist ja auch normal jetzt, dass das noch ein bisschen unter Vorbehalt läuft, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Das nimmt ja vielleicht auch ein bisschen Druck von dem Thomas Tuchel jetzt sogar, oder? Wenn er nicht gleich begeistert empfangen wird. Ja, aber das. Ich glaube, der wird begeistert empfangen, weil man kann ihn begeistert empfangen. Also das ist, ja? Thomas Tuchel ist ein außergewöhnlich guter Trainer. Man muss einfach aufhören jetzt. Es war vorhin erfolgreicher da und jetzt Thomas Tuchel immer nur mit Jürgen Klopp zu vergleichen. Das Problem hat er auch ein bisschen in Mainz gehabt, aber das ist ein außergewöhnlich guter Trainer mit überragenden Fähigkeiten und ich bin ganz, ganz sicher, dass er Dortmund nach vorne bringen wird. Ja, ich glaube, mit der Person Klopp zu vergleichen, das hat Klopp ja selbst gesagt, ist gar nicht so statthaft, macht ja vielleicht auch keine so, aber mit der Situation der vergangenen Jahre ist ja völlig klar, dass man da vergleicht. Wenn man der Neue ist, in so eine tolle Verbindung da reinkommt, die es vorher gegeben hat, ist das ja vielleicht nicht leicht. Aber der ist ja nun prädestiniert dafür, sein Ding durchzuziehen. Oder? Der Tuchel? Ja, da muss sich keiner Gedanken machen. Ja. Er hat jetzt, glaube ich, eine gewisse Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und das wird vom ersten Tag an wird er Vollgas geben in Dortmund. Und ich bin sicher, dass die Dortmunder, jetzt wird überall geschrieben, so eine gewisse Skepsis ist da, die ist völlig unangebracht. Mhm. Also es muss nicht jeder Trainer sich immer vor die Kurve stellen. Kloppo ist so, das ist nicht gestellt, das ist authentisch bei ihm. Und ich bin sicher, Thomas Tuchel bleibt authentisch in seiner Art, so wie er ist. Und dann kann sich Dortmund auf einen tollen Trainer freuen. Wenn der Herbstmeister stellt er sich auch vor die Kurve. Wahrscheinlich, dann sprechen wir noch mal. Aber der war auch schon auf dem Zaun bei uns, also das macht er dann. Ja, und danach war er weg. Genau. Wir schauen uns das dritte Finale des Abends an, und zwar aus Spanien jetzt Bilbao gegen Barça. Wieder deutsche Beteiligung, herrlich. Marc Schlömer. Barcelona gegen Bilbao, Katalanen gegen Basken. Beide wollen im Zweifel die Unabhängigkeit, beide Fanlager pfeifen die spanische Nationalhymne aus. Davor hatte der Verband beide Vereine gewarnt, empfindliche Strafen angedroht. Barcelona in Blau-Rot im Heimspiel, im Endspiel mit Lionel Messi. Und jetzt halte ich die Klappe
einfach nur erleben. Wie, hat eine spanische Zeitung neulich gefragt, Messi, von welchem Planeten kommst du? Das achte Weltwunder spielt Fußball, sagen sie in Barcelona. 5 Gegenspieler plus Torwart ausgetanzt. Laut Johan Cruyff ist das Schöne an Messi, dass er auf einem Meter 3-mal seine Meinung ändern kann. Marc-André Ter Stegen, der ja nur in der Champions League und im Pokal ran darf, auf der Gegenseite dann fast mit einem Unfall. Ansonsten läuft Barcas Betrieb störungsfrei. Luis Suarez und Neymar 2-0. Damit haben Neymar, Suarez, Messi zu dritt in dieser Saison 119 Tore erzielt. Neuer Rekord. Bilbao dagegen in der Liga-Tabellen-Siebter seit 7 Spielen ungeschlagen. In der 40. Minute mit Williams. Starker Versuch. Für Messi und Barcelona ist die zweite Hälfte dann ein besseres Auslaufen. Bilbao dagegen in Barcas Käfig gefangen am und im eigenen Strafraum. Wieder Messi. 3-0. Er hat sich diese Saison noch mal neu erfunden. Deutlich fitter, deutlich schneller. Die Partie ist vor wenigen Augenblicken zu Ende gegangen. Bilbao hat in der Schlussphase auch was zu bieten. Williams zu schwer für Ter Stegen. Das 3-1, gleichzeitig der Endstand. Barcelona gewinnt, wird spanischer Pokalsieger auf dem Weg zum Triple ins Champions League-Finale. Endstation Berlin. Ja, da kann Marc-André Ter Stegen in der Tat dann Triple-Sieger werden. Kalle, Champions League-Finale hier nächste Woche, direkt hinter uns. Da sind Sie ja nun der Oberexperte. Wer macht das, Barca oder Juve? Ja, wenn man das natürlich sieht, wie die Offensive im Moment bestückt ist von Barcelona. Ja, aber das war kein Italiener heute. Ja, muss man schon davon ausgehen, dass sie das Spiel gewinnen. Ja. Also sie haben natürlich eine Wahnsinnstruppe, gerade vorne. Hinten haben sie ein bisschen Schwächen manchmal, hat man auch gesehen gegen Bayern. Also da ist vielleicht ein bisschen was drin für Juve, aber ich glaube schon, dass Barcelona es macht. Ich bin gespannt. Ich glaube, Basali, Buffon, Pirlo, 9 Jahre nach der WM könnte hier Champions League sehen. Naja, für die geht es nochmal um alles. Das für Pirlo sicherlich. Das glaube ich. Ich meine, wir haben hier den absoluten Experten für Champions League-Finals. Ne? 2 Tore. Denk mal an Borsigplatz. Wollen wir nochmal reingucken? Ja, komm, wir gucken noch einmal kurz rein. 97 mit Original-Radio-Kommentar. Die Chance für Lennart. Der flankt. Da recken sie sich hoch. Hitler. Tor!